Live aus Köln. Der Presseclub mit Sonja Mikic. Und einen schönen und interessanten Sonntagmittag wünsche ich. Ich komme sofort zur Sache. Zwei Versionen der europäischen Sozialdemokratie gibt es. Heute wird in Frankreich zur Parlamentswahlen aufgerufen. Und es ist ganz klar, dass Präsident Macron eine sehr große Mehrheit einfahren wird. Und zwar mit einem Programm, was man eher mit Gerhard Schröder vielleicht vergleicht, also sozialliberal. In Großbritannien dagegen schaffte es Labour-Führer Jeremy Corbyn, den Konservativen die absolute Mehrheit zu entreißen. In einer beispiellosen Aufholjagd, und zwar mit einem eher sozialistischen Programm. Und hier rätseln die Genossen, welches Rezept ihnen nun bei der Bundestagswahl vielleicht mehr Chancen bringt. Überhaupt, was ist heutzutage eigentlich links? Kann man mit einem Thema wie Gerechtigkeit hierzulande Wahlen gewinnen? Welche Inhalte, welche Personen bringen Bewegung in den Bundestagswahlkampf? Überfällig oder überflüssig heißt unser Thema, linke Politik auf Kurssuche und dazu sehr diskussionsfreudige Gäste. Ich begrüße Theresa Brücker, Chefredaktion des Online-Wirtschaftsmagazins Edition F. Sie ist zum ersten Mal hier, willkommen. Albrecht von Lucke ist wieder dabei, von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ich freue mich ebenfalls auf Christoph Schwennicke vom Magazin Cicero. Und fürs Kommen bedanke ich mich auch bei Elisabeth Räther von der Zeit. Und Sie kriegen auch die erste Frage, Frau Räther. Nämlich, der wurde ja so ein bisschen als Zausel verschrien, dieser Jeremy Corbyn. In seiner eigenen Partei als Steinzeitsozialist, ein Hinterbänkler mit Ideen von vorgestern. Noch vor wenigen Wochen gab es unendlich viele Artikel in den englischen Zeitungen. Labour ist auf absehbare Zeit verloren. Die Genossen waren unglücklich. Und wie ist er jetzt zum Star der Linken geworden? Na, ich denke, er hat sich besonnen auf die linken Themen, auf die Themen, die in Großbritannien links sind, traditionell linke Themen, und hat da einen politischen Mut bewiesen, der offenbar belohnt wurde. Mhm. Frau Brücker, Corbyn ist gegen Sparhaushalte und Studiengebühren. Er fordert die Verstaatlichung von Eisenbahn, Post, Energieunternehmen und so weiter. Er fordert hohe Steuern für Reiche. Kann sich Martin Schulz von ihm was abgucken? Also ich würde die SPD davor warnen, sich jetzt nur an Corbyn oder Macron oder auch Bernie Sanders zu orientieren, weil die Gesellschaften in diesen Ländern sind nicht unmittelbar mit Deutschland vergleichbar. Und ich denke schon, dass die SPD zu diesem Zeitpunkt ein Wahlkampfkonzept haben sollte und jetzt nicht aktionistisch beginnen sollte zu gucken, was können wir da eigentlich machen. Und dass Corbyn oder auch Sanders die Jungen begeistert hat, liegt an den unterschiedlichen Problemlagen in diesen Ländern, zum Beispiel die College-Schulden in den USA. Die junge Gesellschaft in Deutschland ist von ihrem Anteil her sehr klein. Ich glaube schon, dass es eine Strategie sein sollte, diese Leute anzusprechen. Dass Schulz aber ausgerechnet mit dem Rentenkonzept beginnt, geht natürlich in eine komplett andere Richtung. Herr Schwennicke, noch mal zu Jeremy Corbyn. Hat Labour nun mit den linken Ideen gewonnen oder einen modernen Wahlkampf geführt? Oder allein davon profitiert, dass Theresa May so unbeliebt ist? Also es ist verständlich und verlockend, dass wir uns jetzt diese beiden Länder angucken, Frankreich und Macron auf der einen Seite und Großbritannien und Jeremy Corbyn auf der anderen. Ich glaube, dass die Themen, die Frau Räther angesprochen hat, nicht das entscheidende Momentum bei dieser Wahl waren, sondern dass Herr Corbyn ziemlich entschlossen und auch skrupellos letztlich auf den Umstand hingewiesen hat, dass Frau May als Innenministerin dafür verantwortlich war, über Jahre die Polizei Stärke runterzufahren. Und kurz vorher waren die Anschläge zuletzt Manchester. Und das ist den Leuten im Gedächtnis geblieben. Und mit dieser Attacke auf die Premierministerin, die vorher Innenministerin war, hat er ein achtbares Ergebnis eingefahren. Wir wollen ja jetzt auch nicht so tun, als hätte Jeremy Corbyn in Großbritannien die Wahl gewonnen. Nein, aber er ist von... Achtbar, ja. Ich glaube, das sollten wir ein bisschen deutlicher formulieren. Das sollten wir ein bisschen deutlicher formulieren. Die Achtbarkeit besteht darin, dass er 42% und Theresa May 44% gemacht hat. Das heißt, das ist ein weit größerer Sprung, als die New Labour bewerkstelligt hat in den letzten 20 Jahren. Das ist das eigentlich Interessante. Corbyn hat, da haben Sie völlig recht, zum einen mit der Schwäche von May gepunktet. Das ist übrigens auch der kardinale Unterschied zu Deutschland. Frau Merkel ist bei weitem nicht so angeschlagen und nicht so schwach wie Frau May. Mhm. Das war sie übrigens eine Sekunde lang. Vielleicht nur eine historische Sekunde. Wir erinnern uns alle, die Bilder mit Seehofer waren desaströs. Als man merkte, die Union ist auch zerstritten. Das ist jetzt leider schon wieder völlig anders. Aber
Corbyn hat mit was anderem vor allem auch gepunkt. Er hat eben ganz klar einen Schlussstrich gemacht mit der alten New Labour-Politik, die eine Politik radikaler Entstaatlichung war, die eine Politik jenseits von links und rechts war. Das war der dritte Weg von Giddens, den er damals formuliert hat. Und insofern ist es eine Rückkehr. Und ich finde manchmal diese klassischen Formulierungen, ein Zausel, sozialistisch, ein bisschen, Sie haben es ja auch polemisch formuliert, ein bisschen quasi schon wieder zu sehr aus dem deutschen Hintergrund gesprochen, wo man mittlerweile schon glaubt, alles was links ist, ist des Teufels. Diese Form zurück ein Stück weit stärker zum Staat, zurück zu denen, die eine Form von Entstaatlichung erleiden mussten, das ist das Erfolgsrezept von Corbyn gewesen, in ganz, ganz hohem Maße. Denn Herr Schwennicke, Frau May hatte natürlich einerseits die Sicherheitsfrage als Problem. Aber Sozialdemokraten werden nicht allein wegen der inneren Sicherheit gewählt. Das war auch in England nicht so. Sie sind auch deswegen gewählt worden, weil Theresa May in vielen anderen Punkten der harte Brexit nicht deutlich gemacht hat, wie die Gerechtigkeitsprobleme in einem Land, das erheblich größere Gerechtigkeitsprobleme hat als Deutschland, gelöst werden können. Und das war die Erfolgsmaxime von Corbyn. Wir wollen mal nicht nur auf Corbyn schauen, sondern ganz kurz noch mal auf Macron schauen. Auch wenn ich absolut zugebe, man kann jetzt nicht eins zu eins die Länder übertragen. Dafür sitzen wir jetzt auch gleich hier, um die Unterschiede herauszuarbeiten. Aber Emmanuel Macron ist ein Globalisierer, er ist kein Protektionist. Er ist mit unpopulären Themen angetreten. Pro Europa, pro, wie ich sagte, Globalisierung. Warum hat das die Wähler nicht abgeschreckt? Ich denke, das ist genau das, was ich auch über Corbyn gesagt habe. Es gibt bestimmte Themen, vor denen scheut sich der politische, vor denen scheut der politische Diskurs im Moment ein bisschen zurück. Das sind in Deutschland andere Themen als in Großbritannien. In Frankreich sind es noch mal andere Themen. In Frankreich war das Thema Europa tabu. Kein Politiker hat über das Thema Europa gesprochen. Man hat auch nicht über die Flüchtlinge gesprochen. Man hat den Namen Angela Merkel nicht erwähnt. Und Macron ist genau da reingegangen. Und das war ja das, also wenn man sieht, man rätselt, ist er jetzt rechts oder links? Nein, der ist ja ganz klar links. Er hat ganz klar sich für eine liberale Flüchtlingspolitik eingesetzt. Er hat sich ganz klar für Europa eingesetzt. Und er hat es zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es was gekostet hat. Also wo es eben nicht das war, was alle gesagt haben. Und das wurde belohnt offenbar. Das, weil ich glaube, man muss das auch nicht irgendwie romantisieren. Ich glaube, man muss einfach sehen, es gibt verschiedene politische Angebote. Und wenn alles in eine Richtung strebt, ist es natürlich klar, dass es Leute gibt, die sich da nicht wiederfinden und die ein anderes Angebot wollen. Sie haben auf die unterschiedlichen Programme, die unterschiedlichen politischen Angebote hingewiesen, Frau Brücker. Da gibt es aber auch noch vielleicht ein etwas Gemeinsames der beiden, nämlich Macron und Corbyn. Im Unterschied möglicherweise, das sollen Sie beantworten, zu unseren deutschen Sozialdemokraten, nämlich die, wie auch immer sie politisch verortet waren, die gelten als Steher, die Sache zum Teil auch gegen ihre Parteien oder gegen die gesellschaftliche Stimmung tatsächlich durchgestanden haben. Ist das das, was den Sozialdemokraten fehlt? Also die SPD hat sich diesem politischen Mantra angeschlossen, den Deutschen gehe es so gut wie nie zuvor. Das ist für mich so eine Art Wellness-Ausspruch in der Politik, dem ich nicht ganz folgen kann, weil wir haben ja Zahlen, die tatsächlich eine andere Sprache sprechen. Die CDU predigt das aber seit Jahren und die SPD hat jetzt irgendwie erkannt, mit nur einem Gerechtigkeitswahlkampf und zu sagen, oh, den Leuten schlecht, geht es irgendwie nicht und ist auch voll auf dieser Linie, erkennt aber nicht, dass ich würde es das untere Drittel der Gesellschaft nennen, natürlich auch Wählerstimmen zu holen sind. Und dieses untere Drittel hat die SPD aufgegeben. Sie verfängt sich natürlich noch in der Rhetorik und spricht von den hart arbeitenden Menschen, wo ich mich frage, was soll das überhaupt sein? Der Begriff der kleine Mann fällt auch immer noch. Aber die Korrekturen am Programm vorzunehmen und zu sagen, wir widmen uns auch wirklich diesen Menschen, die ökonomisch abgehängt sind, das sehe ich im SPD-Programm so auch noch nicht. Frau Brücker, Sie widersprechen. Frau Brücker, ich habe es ganz falsch gesagt. Sie haben mich kopiert. Bücker. Das stimmt, ich habe mich an Ihre Vorgabe gehalten. Also genau. Frau Brücker, Sie widersprechen sich an der Stelle doch selbst. Denn Sie sagen einerseits, die SPD habe sich diesem Mantra angeschlossen, allen geht es gut und Deutschland und seiner Bevölkerung so gut wie noch nie. Und Fakt ist aber, dass Martin Schulz als erstes und lautstark das Thema soziale Gerechtigkeit thematisiert hat. Das ist ein Widerspruch. Aber er buchstabiert es nicht durch. Moment, also er hat es jedenfalls versucht und er ist damit nicht durchgedrungen und hat jetzt versucht, mit anderen Themen nachzulegen. Ich hätte eine andere Erklärung dafür. Ich glaube tatsächlich, dass der allgemeine Lebensstandard in Deutschland besser ist, vielleicht denn je oder jedenfalls sehr hoch. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine große Schere zwischen denen gibt, die wenig haben und denen, die sehr viel haben. Die Schere geht auch immer weiter auf, aber das Niveau insgesamt ist natürlich angestiegen, sodass er mit diesem Thema
einfach nicht punkten konnte und nun verzweifelt nach anderen schaut. Und ein Punkt noch zu Herrn Lucke. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man die eigene Meinung und die Analyse so weit wie möglich voneinander trennt. Weil wenn man der eigenen Meinung gehorcht, dann kann man, dem Trugschluss erliegen, da sozusagen zum Vater, also den Wunsch zum Vater des Gedankens so, zu machen. So, vielen Dank. Und ich glaube eben, dass, also es ist eine eiserne Regel, dass die SPD dann Wahlen gewinnen kann, wenn sie die Kernklientel abholt und darüber hinaus, sagen wir, die bürgerliche Mitte noch Aber entschuldigen, die eisernen Regeln, wenn ich mal kurz was, die eisernen Regeln, ist, ich meine, das letzte Jahr hat bewiesen, es gibt keine eisernen Regeln. Also man kann also jedenfalls nicht sagen, hat sie bisher, jedenfalls hat die SPD bisher in der Geschichte der Bundesrepublik dann die Wahlen gewonnen, wenn sie genau so agiert hat. Ja, aber man muss doch sehen, dass die Wahlen überraschend ausgehen. Das ist doch genau das, was passiert ist in Großbritannien, was in Frankreich passiert ist. Also Gegenfrage, Frau Reiter, wie erklären Sie sich dann diesen Absturz des Martin Schulz, ein kurzer Höhenflug mit dem Thema soziale Gerechtigkeit und dann war er auch schon wieder auf ziemliches Normalniveau zurückgesagt. Weil er es in der Tat nicht ausbuchstabiert hat. Er hat ja in der Tat einen Ansprung gehabt. Und Sie, wenn Sie davon sprechen, der allgemeine Lebensstandard ist relativ gut, dann ist das ein Mittel. Und wir wissen alle, dass für 40% der Lohnempfänger der Lohn seit 1990 nicht in absoluten, in absoluten Zahlen, vielleicht in absoluten Zahlen, aber nicht in reiner Lebensstandardsvergrößerung gewachsen ist. Dieses Problem hat Martin Schulz adressiert. Er hat es klar gemacht. Er hat enorme Zuwächse gehabt. Wir müssen uns immer noch mal bewusst machen. Man glaubt es mittlerweile ja fast schon nicht mehr, obwohl es nur 3 Monate zurückliegt. Er hat die SPD von einem Stand von um die 22-23% ersichtlich mit einer Gerechtigkeitsansprache und die Antwort auf die Sehnsucht der Menschen nach einer starken, alten, ich sage auch durchaus älteren SPD, der konservativen. Das ist eine Parallele zu Corbyn. Corbyn hat konservative Bedürfnisse angesprochen, ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das hat übrigens meines Erachtens sehr wohl was mit Rente zu tun, mit Sicherheit im Alter. Das ist auch etwas, was für junge Menschen hochrelevant ist. Und dieses Phänomen hat Schulz angesprochen, aber es ist, da gebe ich Frau Ritter völlig recht, es ist danach nichts mehr gekommen. Und dieses Drama zu glauben, und dieser, sagen wir Drama völlig falscher Begriff, dieser irre strategische Fehler, zu glauben, man könne einen bundespolitischen Wahlkämpfer Schulz intronisieren, den Spitzenkandidat des Bundestageswahlkampfs im März 2017, um dann unter Rücksichtnahme auf die Landtagswahlen in NRW keinen Ton mehr zur Bundestagswahl zu sagen, hat natürlich den Kandidaten Schulz als Gerechtigkeitswahlkämpfer verschwinden lassen. Das werden Sie kaum glauben, aber da sind wir sogar einer Meinung. Wunderbar. Ja, das freut mich ja, aber das ist doch ein zentraler Fehler. Und deswegen glaube ich, das ist die große Problematik. Wir haben aufgrund ungeheurer Fehlentscheidungen der SPD die Union wieder stark gemacht. Das begann im Saarland. Dort hat die Union erstaunlicherweise von der Mobilisierung und leider auch in Richtung Rot-Rot, das war das zweite Problem. Die Sorge der Saarländer, sie kriegten vielleicht sogar Oskar Lafontaine zurück, hat nicht in Richtung der SPD mobilisiert, sondern in Richtung der Union. Und danach war der große Fehler von Schulz, das machte ihn dann ein Stück weit zum Flipflopper, zum Wechsler. Dann ging es sofort Richtung Ampel und inhaltlich kam nichts mehr. Und das, glaube ich, hat die Wählerschaft gemerkt. Sie will Gerechtigkeit, sie will sie aber in der Tat nicht nur in Vergangenheitsorientierung, sondern auch in die Zukunft ausgerichtet, buchstabiert. Was brauchen wir in der Industriegesellschaft 4.0 beispielsweise? Und wenn ich jetzt noch mal sagen würde, was kann die SPD von Corbyn lernen, dann wäre es, die Wahl noch nicht verloren zu geben. Und da sehe ich, die SPD zaudert gerade unglaublich und traut sich eigentlich nicht, in den Wahlkampf zu gehen, traut sich nicht, große Themen zu setzen, ein Team vorzustellen, sondern hat sich eigentlich zurückgezogen und befindet sich gedanklich schon ein bisschen in der Zeit nach der Wahl. Frau Bücker spricht an, dass es da an Stehvermögen fehlt. Frau Räther? Ich habe es jetzt eigentlich so verstanden, dass man sagen kann, diese 100 Tage, die es jetzt noch dauert bis zur Bundestagswahl, dass in diesen 100 Tagen viel passieren kann. Also das ist ja das, was ich vorhin auch versucht habe zu sagen, dass man heute nicht, also dass es ein bisschen waghalsig ist zu sagen, wir wissen jetzt schon, wie die Wahl ausgegangen ist. Und das ist natürlich gleichzeitig für diejenigen, die zurückliegen, eine Chance. Also so hatte ich das jetzt verstanden und da würde ich auch zustimmen. Dass das stimmt sicherlich. Ich will jetzt auch nicht unbedingt mitdiskutieren, obwohl ich es doch gerne würde. Aber anyway, Sie sagen Flip-Flop-Position bei den 3 Landtagswahlen. Ja, also man wusste eigentlich nicht, welchen Schulz kriegt man, weil er abgetaucht war. Abgetaucht, nicht mehr existent. Ist es ein Glaubwürdigkeitsproblem ausgerechnet eines SPD-Politikers, der doch so super authentisch rüberkam zu Anfang? Ich glaube, das Problem ist auch, wenn die SPD in Deutschland zu sehr nach links geht, dann ist sie sofort bei der Linken in der Wahrnehmung der Wähler. Und es gibt eine
gewisse Abneigung den Linken gegenüber, also sagen wir mal außerhalb ihrer Wählerschaft. Und das hat, glaube ich, aber nichts mit dem Thema soziale Gerechtigkeit zu tun, sondern mit den anderen Eigenschaften, die Linke verkörpert. Das ist eine Putin-Nähe, das ist das NATO-Problem, nenne ich es jetzt mal, und ein gewisser latenter Nationalismus und eine DDR-Nostalgie, ist jetzt mal sehr pauschal gesagt. Ne? Aber das sind, glaube ich, die Gründe, warum man mit dieser Partei nicht so vertraut, auch eine gewisse Unfähigkeit zum Kompromiss. Mhm. Und das Thema soziale Gerechtigkeit, aber man rückt immer, die SPD rückt immer gefährlich nah an die Linke heran, sobald sie das zum Thema macht. Und dann liest man das in allen Kommentaren, oh Gott, jetzt gibt es vielleicht doch Rot-Rot, und dann schrecken sie wieder zurück. Ich glaube, das ist, aus diesem Muster müssen sie raus. Ich gebe Ihnen sofort das Wort. Rot-Rot-Grün hat ja im Bundestag, wenn man so will, eine Mehrheit. Ja, davon eigentlich seit 3,5 Jahren. Warum ist das so ein Schreckgespenst, Herr Schwennecke? Ich staune manchmal selber, wie lange dieses Schreckgespenst noch wirkt und wie sehr auch die rote Socke immer wieder rausgezogen werden kann, erfolgreich rausgezogen werden kann. Es ist aber einfach so, dass in der neuen Regierung von Berlin, also der Landesregierung von Berlin, Rot-Rot-Grün tatsächlich zu einem realen Schreckgespenst auch geworden ist. Das heißt, man kann als politischer Gegner sehr leicht auf Rot-Rot-Grün in Berlin, Landes-Berlin zeigen, und dann kriegen alle Angst oder Sorge jedenfalls. Also das hat dieses Schreckgespenst wieder größer gemacht auf realer Basis. Aber vor Berlin hatten die Leute Basis. Vorher auch ein bisschen... Naja, aber das hat das Ganze schon noch mal realer gemacht, Frau Räther. Und ich glaube, dass deshalb diese Rot-Rot-Grün-Phobie wieder ein Stück weit zurückkam. Es ist übrigens so, ja, im Bundestag ist die Mehrheit noch da, aber im Moment in den Umfragen schon nicht mehr. Das heißt, wir diskutieren da auch ein bisschen eine Chimäre. Ein Punkt noch, weil Frau Räther, das klingt bei mir noch nach, gesagt hat, dass Macron, so habe ich jedenfalls verstanden, die Themen angesprochen hat, die einfach auch auf der Hand lagen. Also in einem relativ reformresistenten Land mit einem klaren Reformanspruch für eine Wahl anzutreten, ist enorm mutig. Bei uns im Heft hat Gerhard Schröder gesagt, Macron hat Mut. Und dieser Mut fehlt der SPD. Ich glaube, dass sie die Themen nicht wirklich anspricht, die ihre Klientel umtreibt. Und deswegen steht sie da, wo sie steht. Und es gibt auch keine Wechselstimmung im Land? Absolut nicht. Die gibt es im Kern erstmal nicht. Es war aber etwas da wie ein gewisses Moment der Unzufriedenheit mit Angela Merkel. Und das war noch am Anfang des Jahres mit Händen zu greifen. Konservative, ob Journalisten, aber auch Politiker hatten gewaltig Angst, dass dieser... doch Mut der Selbstbehauptung, so würde ich es nennen. Dass Schulz durchaus sagte, ich will zurück zu einem Thema wie Gerechtigkeit, gar keine Sorge davor hatte, dass er der Linkspartei etwas abnehmen oder ihr zu nahe kommen könnte. Im Gegenteil, er hat gesagt, das ist unser ursozialdemokratisches Thema. Da gab es eine Sehnsucht der Bevölkerung zu sagen, das ist eine kardinale Frage dieser Gesellschaft. Danach ist das aus den genannten Gründen verstummt. Ich glaube aber, es gibt etwas viel Gravierenderes. Es sind nicht die Landtagsprobleme der Linkspartei und der Koalition. Wenn wir das sagen würden, könnten wir auf Thüringen verweisen und sagen, da argumentiert Herr Ramelow mit Rot-Rot-Grün geräuschlos und regiert problemlos. Auch Berlin schreckt als Landesregierung die Wähler nicht hinreichend ab. Es ist eine viel grundsätzlichere Frage. Die Linkspartei ist in ihrer Haltung keine, und das hat sich auf dem jüngsten Parteitag gezeigt, im Kern regierungswillige Partei. Sie ist eine Fundamentalopposition, jedenfalls im Gefolge von Sarah Wagenknecht, die klar die Oberhand gewonnen hat auf dem jüngsten Parteitag. Sie ist eine fundamental oppositionelle Partei, die nichts anderes primär im Schilde führt, als auch vor allem gegen die SPD Punkte zu machen. Und diese Zerstörung innerhalb des klassischen sozialdemokratischen Lagers verunmöglicht das, und wir sind ja heute zwei Tage nach dem Tag von Helmut Kohl, man kann es ja an dieser Stelle dann doch vielleicht erwähnen, verunmöglicht das, was das der SPD ein letztes Mal ermöglicht hat, gegen einen natürlich viel stärker angeschlagenen Kanzler Helmut Kohl, so angeschlagen ist Frau Merkel beileibe nicht, mit einer geschlossenen Linken, Lafontaine und Schröder, in der gleichen Partei diesen Kanzler von der Macht zu bringen, nach dem, was er erreicht hat. Diese Situation ist heute völlig anders. Wir haben eine zerstörte Linke mit, also Linkspartei und Sozialdemokratie. Von den Grünen müssen wir übrigens auch noch ein paar Worte verwenden. Die sind ja eine ganz eigene Konstellation, die sich gar sind nicht mehr... Sind die links? Die sind, und das sage ich deutlich, ihrem Anspruch nach fundamental links. Der Anspruch wurde ja auch auf dem Parteitag noch mal gewaltig im Munde geführt. Ökologie, Zwecks, Erhalt der Schöpfung oder Rettung der Welt fast schon. Das ist der große linke Anspruch, weil das überhaupt bedeutet, gerechte Chancen, gleiche Chancen für zukünftige Generationen. Aber man kann in vielen Punkten, beispielsweise in Baden-Württemberg, von Herrn Kretschmann nicht mehr unbedingt erkennen, inwieweit sie sich von einer ökologisch angehauchten CDU unterscheiden. Aber dieses Problem, dass diese Linke seit der Trennung von Lafontaine und der Entstehung der Linkspartei, übrigens genau vor 10 Jahren, von der SPD faktisch in Selbstzerstörung agiert. Das macht es diesem Lager so unmöglich, überhaupt wieder ein Lager zu werden. Und deswegen hat es auch keine Anziehungskraft. Sehen Sie das auch so,
pessimistisch? Ich hab jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich glaube, dass wir gar nicht prognostizieren müssen. Also, dass wir nicht sagen... Die Behauptung ist ja, dass die Linke sich selbst zerlegt hat. Naja, aber wieso sind wir jetzt bei einem Abschluss? Also es kann ja sein, dass dass hier noch einiges passiert. Und ich glaube schon, dass es in Deutschland Themen gibt, auf die eine linke Politik setzen kann, also eine sozialdemokratische Politik. Da ist zum Beispiel das Flüchtlingsthema, was komplett brach liegt. Es gibt keinen einzigen Politiker, vielleicht bis auf ein paar Grüne, die sich hinstellen und sagen, es war gut, dass wir das gemacht haben. Es war gut, dass Merkel das gemacht hat. Das und das ist Gutes dabei rausgekommen. Das sagt kein Politiker. Es ist wie ein Tabu, was sich darüber gelegt hat, aus Angst vor dem Wähler, aus Angst vor bestimmten Wählern. Das Gegenteil aber genauso wenig. Das ist genau der Punkt. Da steht ein riesen Elefant im Raum in diesem Wahlkampf und keiner benennt diesen Elefant. Und zwar weder von der Seite, die Sie benennen, noch von der anderen Seite, das zu problematisieren. Das wäre eigentlich die Möglichkeit für die SPD, dort anzugreifen. Übrigens hat Sigmar Gabriel, bevor er das Staffelholz an Martin Schulz weitergegeben hat, in einem Stern-Interview genau das auch zum Thema gemacht. Er hat gesagt, Frau Merkel hat in der Situation menschlich nachvollziehbar gehandelt und trotzdem müssen wir jetzt auf die Fehler hinweisen, die da passiert sind. Ich wollte jetzt meinen Punkt noch zu Ende machen, dass Angela Merkel natürlich wahrgenommen wird als eine Ikone der Liberalen, gegen die es sehr schwer ist, anzutreten. Ja. Also Schulz kann nicht direkt, so wie Macron das mit Le Pen gemacht hat, direkt gegen Merkel antreten. Das ist so sagen, das ist kein scharfer Konflikt. Aber die Partei selber, die CDU selber, rutscht ja nach rechts, beziehungsweise macht ja ein konservatives Programm. Deswegen, ich sehe das total anders. Der Elefant ist kein Elefant im Raum. Man kreist um dieses Thema Sicherheit, man kreist um das Thema Migration, aber es wird eben nicht gesagt, dass das was Gutes war, sondern die Migration wird problematisiert, als Sicherheitsproblem dargestellt. Eindruck ist eher, dass die Probleme nicht benannt werden. Aber ist auch egal. Eigentlich sind wir uns in dem Punkt, dass dieses Thema bestenfalls umkreist, aber nicht thematisiert wird. Aber ich finde, was gerade deutlich wird, ist ja, wie wenig Fantasie die Linke in Deutschland oder auch die Sozialdemokratie davon entwickelt, zu versuchen, was ist denn eigentlich eine Vision der Gesellschaft, die wir haben. Rente ist ein wichtiges Thema, keine Frage, aber nicht nur. Weil dass es uns im Alter einigermaßen gut geht und wenn nicht alle in Altersarmut leben, ist ein Aspekt davon. Aber es ist ja kein Weitblick auf die Gesellschaft. Und ich finde, ganz viele verschiedene Themen, die auf der Straße liegen, werden überhaupt nicht gesehen, weil wir uns so im Tunnel befinden von großen Themen, die man diskutieren kann. Also ich würde im Wahlkampf mal das Thema Kinder wirklich groß aufmachen, weil da kann man sehr viele verschiedene Themen dran aufhängen. Wenn Sie sich angucken, wie viele Kinder sich Leute in Deutschland wünschen, dann sehen Sie bei den Frauen, die wünschen sich etwa 1,8 Kinder. Sie bekommen aber nur 1,3. Männer wünschen sich übrigens auch 1,5. Und wir haben eben keine Gesellschaft, die es ermöglicht, diese Kinder zu bekommen. Ein Beispiel, was ich geben kann, ist, die Gesundheitsreform 2003 hat die Kostenübernahme für künstliche Befruchtung gestrichen. Und in der Folge wurden pro Jahr etwa 10.000 Kinder weniger geboren. Die Kostenübernahme existiert bislang auch leider nur für heterosexuelle verheiratete Paare und eben nicht für lesbische Paare, nicht für unverheiratete Paare. Und Deutschland steht vor einem riesigen demografischen Problem. Wir brauchen auch, um die Rente zu finanzieren, diese Kinder. Und es könnten, das haben Hochrechnungen gezeigt, wenn wir dieses System anpassen würden, zum Beispiel dem dänischen System, wo die Kostenübernahme für künstliche Befruchtung wieder stattfindet, etwa 1 Million Kinder bis 2050 geboren werden. Das sind kleine Themen, die, glaube ich, niemand auf den Blick hat, die aber gerade unter Wählerinnen und Wählern wirklich Mobilisierungspotenzial. Mir geht gerade durch den Kopf, dass die AfD genau damit plakatiert. Aber das nur nebenbei. Nee. Doch, genau damit. Gut, aber dafür ist die Sprache, glaube ich, mit den Kindern. Das ist kein Thema, mit dem Sie AfD-Wähler an die Ohren. Aber Sie machen Frau Bücker, Plakate jedenfalls. Frau Bücker, Sie sagen, okay, Rente, das ist so ein Thema neben vielen. Aber die SPD hat ja auch in die Große Koalition den Mindestlohn eingebracht. Mietpreisbremse wird diskutiert. Das sind ja nun auch Themen, die Jüngere sicherlich interessieren. Was blockiert diese Partei? Sie sind doch auch professionell mit der Kommunikation der SPD befasst gewesen. Was blockiert die Partei? Dass sie kein einziges Thema hat, was Strahlkraft hat, oder dass sie zu viele gleichberechtigte Themen hat? Oder ist es die Mantra, Wahlen müssen nun mal in der Mitte gewonnen werden, Ende, Punkt, aus?
Ich glaube, das ist in der Kommunikation sehr häufig zerfasert. Natürlich, der Leitantrag jetzt zum Parteitag, der ist auch schon sehr dick mit sehr vielen verschiedenen Themen. Soziale Gerechtigkeit zieht sich als roter Faden durch das Programm. Aber wie wir ja auch schon gesehen haben, Schulz hat noch nicht angefangen, einzelne Punkte zu kommunizieren. Den Wählerinnen und Wählern ist nicht klar, wo würden die Schwerpunkte einer SPD-Regierung das eigentlich ist natürlich liegen. Auch der und vor allem, wie wäre es im Zusammenspiel, weil das einzig Mögliche wäre jetzt ja tatsächlich eine große Koalition, wie würde es da weitergehen? Es stehen viele Ideen im Raum, aber ein abgeschlossenes Bild, das fehlt einfach noch. Dass der Preis für den Überraschungskuh, den Gabriel gelandet hat, relativ spät diesen Kandidaten zu präsentieren, wo die meisten davon ausgegangen sind, er wird es dieses Mal selber tun. Und dadurch konnte überhaupt keine Vorarbeit geleistet werden und ist auch keine Vorarbeit geleistet worden. Und deshalb wird jetzt von der Hand in den Mund gelebt. Und das Ergebnis ist das, was Frau Bücker gerade beschrieben hat. Dass man den Eindruck hat, sie springen von Thema zu Thema. Das Ganze hat aber keine Konzeption und kein Gesamtgerüst. Das ist interessanterweise nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass der SPD das passiert. Bei Peer Steinbrück war es genauso. Auch bei Frank-Walter Steinmeier war kein richtig durchdachtes Konzept dahinter. Das letzte Mal, dass das geklappt hat, was wirklich vorzubereiten war, die Kampa 98. Und da hat die SPD die Wahl dann auch gewonnen. Und das, da würde ich Ihnen nämlich auch zustimmen. Die SPD hat weniger Probleme im Programm oder in den Themen, die sie kommunizieren will, sondern wirklich in der systematischen Vorbereitung im Wahlkampf. Welche Talente wollen wir eigentlich aufbauen? Das scheint seit Jahren nicht zu klappen. Das sind ja viel grundlegendere Fragen. Die weisen auch weit über dieses Datum hinaus. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Egal, wie man zu Hubertus Heil steht, ob positiv oder negativ, dass die SPD einen Generalsekretär, der 98 die Wahl mit, 2003 mit Pauken und Trompeten verloren hat, um ihn nochmal, nein, das war falsch, ich will die richtigen Daten bringen, es war 2009 war es die Wahl, 2009, Steinmeier-Sekretär, also Generalsekretär unter Steinmeier, dass man ihn nochmal zum Generalsekretär macht, sicher ob seiner Erfahrung, aber offensichtlich keine neuen Kräfte in dem Maße hat, verweist auf eine unwahrscheinliche Schwäche in den jüngeren Generationen, halte ich übrigens für ein absolut grundlegendes Problem in allen Parteien. Wir brauchen viel, und das ist dann schon noch mal die Frage, der Verweis auf die Charaktere, die Politik machen, denn sie spielen ja eine ganz entscheidende Rolle. Wir brauchen wieder Köpfe, die ein Stück weit diese Parteien, mit dem dummen Wort authentisch, aber glaubwürdig vertreten. Schulz hat das am Anfang eingelöst. Gabriel hat insofern in einem Punkt ideale Vorbereitung geleistet. Er war über Jahre der Flipflopper, der Wechsler, par excellence. Er hat gewissermaßen, obwohl er ein ungeheures politisches Instinkt hat, ich bedauere ungemein, dass ein solcher rhetorischer, begabter Politiker wie Gabriel es nicht geschafft hat, eine klare Linie zu ziehen, immer hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, in die Mitte zu zielen, mal wieder nach rechts, nach links, rechts leider manchmal auch ausschlagen, aber er hat damit die Sehnsucht nach einem glaubwürdigen Politiker der Marke Schulz einfach erstmal pur Sozialdemokratie geweckt. Wenn das aber nicht unterfüttert wird, und leider, ich gebe Herrn Schwennecke völlig recht, es fand nicht statt, es hätte aber, und das bedauere ich auch so, und das zeigt ein absolutes programmatisches Versagen, es hätte ja stattfinden können, hätte Sigmar Gabriel nicht über Nacht und Nebel mit Martin Schulz, der es offensichtlich auch an diesem Tag oder am Tag davor erfahren hat, gesagt, du machst es jetzt. Der ist zwar über Monate warm gelaufen, der Schulz, der hat den Machtanspruch ja ständig formuliert, der hat selber stolz gesagt, mir platzt ja der Machtanspruch aus jedem Knopfloch. Es hätte doch über Monate eine Einarbeitung in die Themen der deutschen Innenpolitik stattfinden können, dann wäre Martin Schulz nicht als jemand aufgetreten, bei dem man einen ungeheuren Machtanspruch hörte, mit der Intonation von Gerechtigkeit, aber danach inhaltlich erstmal nichts kam. Und diese Kluft zwischen Machtanspruch, den die Leute durchaus erstmal mit Gerechtigkeit gutiert haben, aber ohne inhaltliche, klare Profilierung, das war eine Katastrophe. Was wir noch nicht so richtig durchdrungen haben, ist die Frage, es gibt keine Wechselstimmung, da waren wir uns einig. Es gibt aber auch keine große Freude der Menschen an der Aussicht, wieder eine große Koalition zu haben. Nee, ich weiß auch gar nicht, ob es keine Wechselstimmung gibt. Ich weiß nicht, woher wir das wissen. Also wir haben ja gesehen, dass die letzten 2 Jahre, dass das hin und her ging. Also vor 2 Jahren wollten alle Merkel loswerden, jetzt wollen sie Merkel nicht mehr loswerden, jetzt lieben sie sie wieder. Also ich finde nicht, dass man einfach sagen kann, dass es gibt keine Wechselstimmung. Gut, dann sage ich, zurzeit gibt es keine, das kann man wohl und schon, das kann sich wieder ändern. Ich würde meinen, man kann es sehr wohl sagen. Es gab interessanterweise vielleicht gewisse historische Momente. Die sind ja interessanterweise manchmal auch so entscheidend. Und es hat sich in diesem Vierteljahr ungemein viel verändert. Wir müssen uns bewusst machen, das Tief von Angela Merkel, dass sie ein Stück weit sogar selber in ziemlich beeindruckender Weise, ich meine das nicht pejorativ, sogar durchaus positiv mit betont hat, weil sie gesagt hat, ich überlege selber sehr lange, ob ich noch einmal antreten darf und kann. Und ich muss überlegen, ob ich noch einmal dem Land etwas erbringen und Dienst leisten kann. Hat sie lange mit
40 schwangergehend gefragt. Dann kam dieser ungeheure Akt des Auftritts von Seehofer und Merkel. Ein Herr Seehofer, der gerade nur noch stotternd zum Ausdruck brachte, das ist unsere Spitzenkandidatin. So, das war ein Tief der CDU-CSU-Geschichte. Das war ein Momentum. Und genau in dieses Momentum stieß Martin Schulz. Da gab es eine Sekunde lang eine Wechselstimmung. Aber wenn danach ein Trump auftritt, der eine globale Lage in den Mittelpunkt stellt, die der totalen Verunsicherung gleicht. Wenn wir eine Lage in Europa haben, wo offensichtlich Theresa May, die davor als starke Figur ja in England galt, plötzlich als, wie heißt es so schön, Dead Woman Walking von ihrem ehemaligen Ministerkollegen genannt wird. Also eine Lage der totalen Verunsicherung. Dann ist die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit durch die starke Figur Europas, nämlich Angela Merkel, ziemlich mit Händen zu greifen. Dadurch wurde eine Wechselstimmung im Ansatz sehr schnell wieder zerstört. Und momentan, befürchte ich, wird die SPD allergrößte Schwierigkeiten haben, dagegen wieder eine andere Stimmung zu setzen. Aber mit Spannung und auch mit Freude, muss ich sagen, habe ich schon gelesen und zur Kenntnis genommen, dass die Sehnsucht nach der nächsten großen Koalition stark abgenommen hat. Also Deutschland ist grundsätzlich großkoalitionär aufgestellt, weil wir haben es gerne, wenn wir uns nicht streiten. Streit ist immer unangenehm. Da hat sich aber was verändert. Da haben jetzt diese vielen, vielen Jahre der großen Koalition, die natürlich auch den Parlamentarismus geschadet haben, die letzten Endes das Entstehen der AfD mit heraufbeschworen hat offensichtlich zu dem Gefühl geführt, es reicht dann irgendwann auch mal wieder mit einer Koalitionsform, die meines Erachtens eher für den Ausnahmezustand und nicht für den Dauerzustand da ist. Kann nur sein, dass es am Ende, das ist ja dann keine... Ja, man wählt keine Koalition. Eben. Man wählt, ich wollte gerade einbiegen in den Satz, es kann aber sein, dass es am Ende trotzdem wieder darauf hinausläuft. Trotzdem darf ich ja den Hinweis machen, dass es interessant ist, dass dieses großkoalitionäre Deutschland, erstmals jedenfalls seit ich es beobachte, sich nicht mehr eine große Koalition wünscht. So, das ist der. Und ich glaube übrigens auch, dass es der SPD, weil von der sind wir ja mal gestartet hier in der Sendung, dass es auch der SPD besser täte, wenn sie sich nicht abermals in eine große Koalition mit Frau Merkel begäbe. Dann will ich aber nachhaken, ist es dann falsch, immer zu glauben, dass Wahlen aus der Mitte heraus gewonnen werden? Ich traue es mich ja kaum noch zu sagen, weil ich vorhin von einer eisernen Regel sprach und Frau Räther, glaube ich, sagte, nichts ist eine eiserne Regel. Aber natürlich würde ich behaupten, dem ist so. Denn so wie die CDU, jedenfalls die Merkel-CDU, von ihrer Kernklientel aus Richtung links ein wenig auslegt, um zu gewinnen, so muss die SPD, da komme ich jetzt drauf zurück, eben auch in die Mitte schielen oder in die Mitte gehen, um eine Wahl gewinnen zu können. Auf die Gefahr hin, dass, oder was heißt Gefahr hin, in billigend den Kauf nehmen, dass die Linke dann eben die Linke auch abdeckt. Da gebe ich Herrn von Lucke aber recht, so wie sich die Linke mit Sarah Wagenknecht jetzt aufgestellt hat, bringt es am Ende nichts, weil das eine eindeutige Oppositionspositionierung ist, die auch nur so funktionieren kann. Das heißt, dieses Prinzip, wir holen, was wir holen können, also Mitte links und ihr holt links außen, was ihr holen könnt, funktioniert schon deswegen nicht, weil die ganze Konzeption des Wahlkampfes der Linken nicht auf Regieren ausgerichtet ist. Frau Bücker, am kommenden Sonntag gibt es den außerordentlichen Parteitag der SPD. Glauben Sie an einen rettenden Masterplan? Also ich bin Idealistin, sonst hätte ich auch nicht 4 Jahre lang für die SPD gearbeitet. Ich sehe den Masterplan gerade noch nicht. Was Herr Schwennicke gerade beschrieben hat, ist ja, dass er der SPD eigentlich empfiehlt, wieder noch näher an die CDU heranzurücken. Aber das ist ja die Problematik, die viele Wählerinnen und Wähler gerade haben. Ich habe in meiner Arbeit mit unheimlich vielen Frauen zu tun in allen Altersklassen. Und was ich die ganzen letzten Monate über gehört habe, ist, wir würden so gerne im linken Spektrum wählen, wir wissen aber einfach nicht wen. Also da ist so eine Ratlosigkeit eigentlich auf alle linken Parteien bezogen, weil die Profile so unklar sind. Und die SPD hätte das die vorausgehenden Wochen machen können. Ob jetzt der Parteitag ein Wunder bewirkt, das wage ich ja zu bezweifeln. Herr von Lucke, ich gebe Ihnen mal ein schönes Zitat von der Süddeutschen Zeitung. Wir weiten jetzt den Blick ein bisschen wieder auf Europa. Wir haben mit europäischer Sozialdemokratie ein wenig begonnen. Nämlich, die Zeitläufe schreien eigentlich nach Sozialisten und Sozialdemokraten. Unzählige Menschen sehnen sich danach, den Globalkapitalismus zu zähmen. Ähnliche Aufstiegschancen für alle, Hilfe für die Verlierer der Globalisierung zu garantieren. Sind jetzt nicht die Mitte-Links-Parteien genau gefordert? Absolut. Das sind sie allerdings, man muss es dazu sagen, je nach Land sehr unterschiedlich. Das ist in der Tat richtig bei einer allgemeinen Tendenz. Ich will es deutlich machen. Der ungeheure Brand in einem Hotel in London.
von dem Leute sagten, das ist ein Zustand, der eigentlich eines Drittweltlandes nicht in Anführungszeichen würdig oder dort vielleicht üblich ist, aber nicht in einer Metropole eines hochindustrialisierten Landes, wo eine soziale Kluft sondergleichen deutlich wird, ist ein Fanal in dieser Hinsicht. Es zeigt nämlich, dass eine Kluft zwischen Arm und Reich wieder aufgeht, die wir lange, lange Jahre nicht gehabt haben. Das ist in Deutschland in der Tat in hohem Maße anders abgefedert. Aber natürlich ist auch hier der Unterschied mit Händen zu greifen und deswegen ist ja die Dringlichkeit da. Und deswegen glaube ich, auch dadurch erklärt sich neben der Ausstrahlung von Schulz, die am Anfang durchaus da war, existiert diese Sehnsucht nach einer stärkeren Gerechtigkeitskomponente. Die ist da. Und ich glaube, es geht noch viel weiter. Es gibt ein Unbehagen, es müsste übrigens allerdings noch viel stärker sein, in den jüngeren Generationen. Die grundsätzliche Frage, wie ist auch eine Form von globaler Gerechtigkeit herzustellen? Also das wäre die grüne Frage, die Kernfrage eigentlich. Und die geht interessanterweise weit über die Flüchtlingsfrage hinaus. Die Tatsache, dass wir die Grenzen geöffnet gelassen haben, übrigens mit zum Teil in der Tat, wir alle zugestehen, ziemlich verheerenden Folgen in Teilen. Die Tatsache, dass wir nicht wissen, wer im Lande ist, die Frage darüber, wer registriert wird, ist doch nur eine winzige Facette der eigentlich viel grundsätzlicheren Frage, wie sollen gerechte Weltverhältnisse aussehen? Die Frage, die die Grünen mal im Schilde geführt haben, die dann darin bestehen müsste zu fragen, wie können wir gerechtere Handelsbeziehungen erstellen? Wie kommen wir weg von einer mittlerweile, und das ist das eigentlich Stimme der Gegenwart, von einer positiven Vorstellung der Festung Europa. Der Festung Europa, die von einem pejorativen Begriff zu einem Begriff positiver belohnt, das wäre eine viel grundsätzlichere Frage. Sehr viel Widerspruch hier am Tisch. Wenn dem so wäre, wie Sie es gerade beschreiben, ich habe übrigens eine Ahnung, wer diesen Kommentar geschrieben haben könnte, den Sie gerade zitiert haben, aber woher wissen wir eigentlich, dass diese Grundannahme so stimmt? Wenn dem so wäre, wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn diese Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit sich tatsächlich auch in Stimmverhalten oder jedenfalls in den Meinungsumfragen niederschlagen würde, dann würden wir doch was anderes sehen. Es war doch aber nur ein ganz kurzes Strohfeuer, was da aufflackerte. Und dann, Moment, ganz kurz zu Ende, Frau Räder. Und es ist ja nicht so, dass Herr Schulz inzwischen gesagt hätte, das mit der sozialen Gerechtigkeit meine ich gar nicht mehr so ernst, sondern es ist ja nach wie vor, ist das der Begriff, mit dem sich seine Kandidatur am meisten verbindet. Alles andere ist Flugsand gewesen bislang. Und warum ist er dann trotzdem wieder bei den 25% und nicht da, wo er gestartet ist? Wenn es so wäre, wie Sie es analysieren? Wir haben es doch versucht zu beantworten. Ja. Wir haben doch selber die Antwort gegeben. Ich will jetzt den Ball ein bisschen zurückspielen. Sie haben vorhin so nett gesagt, man sollte dann die eigene Meinung nicht vor die Analyse stellen. So, das will ich jetzt gerne zurückfragen. Wir haben doch versucht zu erklären, dass er ersichtlich in einer Rekordgeschwindigkeit fast um 10% zugelegt hat. Mit einer einzigen Intonation mehr Gerechtigkeit. Bei Phase 2. Mit einer, ja, und die haben wir versucht dadurch zu erklären, dass er sie nicht ausgefüllt hat. Weil es ein ungemein schwieriges Problem ist. Weil es natürlich, und da gebe ich Ihnen, das haben Sie zwar gar nicht gesagt, ich will eine andere Facette, ich bin schon voraus und recht, es ist eine Sicherheitsfrage, die natürlich fast die Menschen noch mehr umtreibt. Nein, das große Problem besteht darin, doch, das ist das zentrale Problem. Sie können doch nicht einfach sagen, das denken die Menschen nicht. Warum Macron heute Präsident ist, ist, weil er etwas getan hat, von dem ihm alle abgeraten haben. Und Sie beide hätten ihm wahrscheinlich auch davon abgeraten. Er hat gesagt, dass wir Flüchtlinge in Europa aufnehmen, ist gut. Dass Angela Merkel das getan hat, ist gut. Das war in einer Situation, in der alle, und inklusive der sozialistische Präsident, gesagt hat, also Flüchtlinge können wir uns überhaupt nicht leisten. Und in dem Moment hat er gesagt, doch, wir müssen das machen. Genauso ist es übrigens bei der Frauenquote. Er kam mit einer Frauenquote um die Ecke von 50% in einer Zeit, in der die französische Gesellschaft sich derart militarisiert, dass man sagt, ach, Frauen, Das ist so Gedöns oder was? Damit wollen wir nichts zu tun haben. Er hat gesagt, doch, wir müssen darüber sprechen, warum sind in der Assemblée so wenige Frauen. Und das, meine ich, ist ja eine Auffächerung des Angebots. Ich sage ja nicht, dass Macron recht hat, aber wenn die Anbiederung an die Rechten, oder Anbiederung ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber wenn sozusagen die Anpassung an die rechten Positionen immer weitergeht, das haben ja die Sozialisten in Frankreich probiert, das haben die Rechten probiert, indem sie Front National-Themen übernommen haben. Frau Räther. Lassen Sie mich mal zu Ende sprechen. Wenn Sie das machen, scheinen Sie nicht erfolgreich zu sein. Und Macron hat gezeigt, dass das Gegenteil möglich ist. Es ist doch aber auch relativ wohlfeil, von Herrn Macron im Wahlkampf Frau Merkel für ihre Flüchtlingspolitik gepriesen zu haben, in einem Land, das sich bislang wie alle anderen europäischen Länder geweigert hat, in den Kontingenten Deutschland was abzunehmen. Das heißt, die Nagelprobe wird jetzt kommen. Ja, natürlich, aber das ist das Prinzip von Wahlkampf. Also wenn der Präsident dann auch einlöst und Wort hält und sagt, wir nehmen die Leute jetzt auch auf. Ja gut, da können wir ja drüber sprechen. Es geht ja jetzt um den Wahlkampf. Vorher zu sagen, das ist ganz toll, was Frau Merkel gemacht hat, hat Barack Obama auch immer gesagt und niemanden genommen. Also das ist eine relativ einfache. Mein Punkt ist, dass keiner, noch nicht mal jemand gesagt hat, wir könnten mehr aufnehmen. Und er hat das im Wahlkampf gesagt, in einer Situation, in der es ihm was gekostet hat. Das meine ich. Ob er das jetzt tatsächlich macht, ist eine ganz andere Frage, über die
die wir ja in einem Jahr dann sprechen können. Dann treffen wir uns wieder, genau. Ja, gerne. Frau Bücker ist ja zum ersten Mal bei uns und die darf dann auch sozusagen die Schlussrunde einleiten. Frau Bücker, Sie sind auch hier die Jüngste. Wie geht links im Jahr 2017? Ist das Politik Sozialstaat, das einigermaßen abgewogene Lebensverhältnisse garantiert? Ist das ein Umbau der Gesellschaft, sozial und ökologisch, finanzielle Umverteilung, ein neuer Politikstil, internationale Solidarität? Was fällt Ihnen ein? Also Sie sprechen ganz viele wichtige Aspekte an. Ich glaube, der SPD muss es gelingen, die Generationen auch wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, weil die junge Generation ist in Deutschland jetzt schon sehr viel kleiner als die Generation 65 plus. Das zeigt sich in der Kommunikation und in den Themen der SPD. Aber ich glaube, dass wir eigentlich alle miteinander etwas gewinnen können. Und da liegt es an Martin Schulz, für ganz viele verschiedene Bereiche durchzudeklinieren, an welchen Stellschrauben können wir gehen, dass es uns insgesamt besser geht. Das Thema Steuergerechtigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, da wartet Deutschland schon seit ungefähr 2 Jahrzehnten darauf, dass wir wirklich eine gerechte Steuerreform haben, die vor allem Familien, die unteren und mittleren Schichten entlastet. Bildung ist ein ganz wichtiges Thema, um auch den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und den Umbrüchen in den Arbeitsmärkten zu nehmen. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Themen, auf die es machbare, konkrete Antworten gibt und die wird die SPD liefern müssen. Also, wenn ich ein bisschen zusammenfassen darf, alle haben sich in der einen oder anderen Form gegen machttaktisches Kalkül ausgesprochen und dass der SPD dringend geraten, das mal sein zu lassen und Überzeugungen und politische Punkte nach vorne zu bringen und eben nicht Kalkül. Glaubwürdigkeit haben wir ein bisschen zu wenig drüber gesprochen, aber vielleicht später in der Runde mit unseren Zuschauern, denn da geht es jetzt gleich hin. Zuschauer, Zuhörer können jetzt bei Phoenix und auf WDR 5 die Sendung nacharbeiten mit uns. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin. Vielen Dank auch an meine Gäste und ich freue mich auf Ihre Fragen. Schalten Sie sich ein, liebe Zuschauer. Den anderen einen schönen Sonntagnachmittag. Und hallo, unser Thema heißt überfällig oder überflüssig, linke Politik auf Kurssuche. Ich freue mich auf die vielen, vielen Menschen, die hier mitmischen wollen und fange an mit Burkhard Hunker aus Hamburg. Bitte, Herr Hunker. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Zwei Aspekte. Der Aspekt Nummer eins, Wunsch der Massen nach politischer Änderung ist in vielen Ländern gegeben. Ich sage die USA mit Trump, wo man Clinton abgestraft hat. Bei Macron war es so, dass man unbedingt dort das politische System abgelehnt hat und gesagt, wir wollen was anderes. Ähnlich sieht es in Frankreich aus. In Deutschland haben wir den Vorteil, dass wir eine hohe wirtschaftliche Stabilität haben. Also die erste Frage, was Sie nicht angesprochen haben, war die Wunsch der Masse nach einer politischen Änderung, egal in welche Richtung. Und die zweite Frage, die Sie heute mal auch nicht angesprochen haben, was hat die CDU denn so Hervorragendes gemacht, dass sie bei 34% liegt? Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, ich muss ein bisschen Widerspruch einlegen. Wir haben sehr wohl über Wechselstimmung gerätselt und spekuliert und waren uns da nicht sehr einig. Wer möchte die Frage beantworten? Ich kann dazu sagen, dass es stimmt, dass zu dem ersten Teil der Frage, dass es stimmt, dass in Frankreich vieles das war ja viel mehr als eine Wechselstimmung. Das war ja eine richtige Lust auf Revolution sozusagen. Also sowohl bei den Front National-Wählern als auch bei den Macron-Wählern, dass das sehr durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten entstanden ist. Ein Beispiel ist natürlich die Arbeitslosigkeit, die bei 10% liegt. Das ist schon mal hoch, aber von der tatsächlichen Problematik sind dann natürlich sehr viel mehr Menschen betroffen, also indem sie arbeitslosen Kind haben, arbeitslosen Ehemann oder was auch immer. Und dadurch sind sehr viel mehr davon wirklich direkt betroffen. Und das löst natürlich da verliert man natürlich ein bisschen den Glauben an das System. Also da gibt es, glaube ich, einen eindeutigen Zusammenhang. Also die Frage 2 des Zuschauers beantwortet sich durch Befund 1, wenn er sagt, es wird einfach so wahrgenommen, dass Deutschland fast bei einer Vollbeschäftigung steht, dass es uns im Schnitt nicht schlecht geht. Das ist keine Voraussetzung für eine revolutionäre Stimmung oder Wechselstimmung, die er so gerne sehen würde. Er hat sich im Grunde die Frage 2 selbst beantwortet. Herr Beck in Essen, Sie haben eine ähnliche Frage. Ja, guten Tag in der Runde. Guten Tag.
Ich habe eine Frage, ich habe ein Statement. Ich sehe das so, ich habe viel beobachtet letzte Zeit und ich denke mal, wenn es ernst wird, wenn wirklich von nachgedacht wird, diese Regierung abzuwählen, von Merkel vielleicht nicht mehr zu wählen, dann schwenken die Leute zurück. Ich denke, es liegt nicht unbedingt an Herrn Schulz oder an der SPD, dass sie die richtigen Themen nicht setzt. Ich glaube, es ist ein Urgefühl, was die Bevölkerung, was große Teile spüren, dass man bei dieser Kanzlerin sicher ist in der gegenwärtigen Situation. Und wenn es da ernst wird, wie in Saarland, Hessen-Holstein, Nordrhein-Westfalen, dann überlegen sehr viele Leute, naja, wieso soll ich die Kanzlerin abwehren? Mhm. Und deswegen ist eigentlich meine Frage nur noch in die Runde, so sehe ich das, sehen die das nicht auch, dass die SPD eigentlich erst dann wieder eine Chance hat, wenn von Merkel nicht mehr Kanzlerin ist. Herr von Lucke, eine klare Frage. Ich teile das in jeder Hinsicht. Das ist das eigentlich Ironische dieses Wahlkampfes. Wir hatten es in Ansätzen besprochen. Es ist die große Devise, keine Experimente. 60 Jahre alt, genau vor 60 Jahren, führte Konrad Adenauer damit seinen Wahlkampf, 1957, hat damit das einzige Mal die absolute Mehrheit erreicht. Das ist das Problem. Und man muss sagen, und das macht es so spannend, das ist quasi die dritte Komponente der ersten Frage, auch wenn die andere Seite kein überzeugendes Alternativmodell zu Wege bringt, das in jeder Hinsicht überzeugt, eben gerade die große Leistung vollbringt, Sicherheit und Gerechtigkeit zu verbinden, deutlich zu machen, dass Sicherheit eben gerade auch bedeutet, Beispiel England, auch soziale Absicherung, denn sonst ist auch Sicherheit nichts. Beziehungsweise auf der anderen Seite aber auch Sicherheit, also gerade als polizeiliche Voraussetzung für Gerechtigkeit ist. Wenn das einer Linken nicht gelingt, dann wird sie auch diese Wahl chancenlos sein gegen Angela Merkel. Ich befürchte, sie ist es bereits, also die ganze linke Konstellation, Linkspartei, Grüne, SPD. Und Sie haben völlig recht, die eigentlich große Frage, und das wird die Überlegung für uns alle am ersten Tag nach der Wahl sein, was kommt nach Angela Merkel? Das wird die CDU bewegen, denn wenn Angela Merkel ernst macht, dann hat sie dann vielleicht zweites Mal den Versuch zu starten, trete ich vielleicht nach 2 Jahren ab, aber wer weiß. Herr Neuhaus ist in Dinslaken. Bitte, Herr Neuhaus, was ist Ihre Frage? Ja, guten Tag in die Runde. Erstmal, ich würde direkt das Thema Glaubwürdigkeit ansprechen und da würde ich gerne den Herrn Lucke fragen. Warum hat sich Herr Schulz, wenn ihm das Thema Gerechtigkeit wirklich so wichtig ist, nicht seinerzeit im EU-Parlament dafür eingesetzt, dass ein Verfahren gegen Luxemburg wegen der vorhandenen Steuerschlupflöcher eingeleitet wird? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das ist die eigentliche, man kann es sagen, Schizophrenie nicht nur von Martin Schulz, sondern natürlich die Zerrissenheit der gesamten SPD in gewisser Weise. Aber ich will dem Beispiel Martin Schulz gar nicht ausweichen. Martin Schulz ist auf der anderen Seite auch ein großer Stratege und Machtpolitiker. Und in der Konstellation seiner Zusammenarbeit mit Herrn Juncker, wie auch übrigens in der glänzenden, in Anführungszeichen, Zusammenarbeit mit Frau Merkel, hat er sehr oft eine linke Position, ich will nicht sagen geopfert, aber gerade beispielsweise auch im Falle Griechenland, sehr oft den großkoalitionären Weg eingeschlagen. Und im Falle von der Frage von Herrn Juncker ist es in der Tat so, dass er, wie ihm beispielsweise auch Sven Giegold von den Grünen vorwirft, nicht entschieden die Frage der LuxLeaks geklärt hat. Also nicht entschieden die linke Karte gespielt hat. Aber man muss natürlich auch wiederum auf der anderen Seite jedem Politiker, gerade auch einem sozialdemokratischen in einer solchen Partei, übrigens hat Herr Corbyn auch gemacht, er war auch Teil von New Labour, er ist allerdings konstant da links geblieben. Man muss auch einem Mann, wie meine ich, wie Schulz, die Chance geben, dass er seine Position verändert. Dann sollte er aber, und das ist mein Vorwurf, dann sollte er wenigstens konstant bei der Gerechtigkeitsfrage bleiben und sie auch konstant ausbuchstabieren. Wenn er anschließend sofort in Richtung Ampel umfällt, dann ist das ein Problem. Gut. Herr Schulz in Rothenburg. Ja, wunderschönen guten Tag an die Runde. Meine Frage wäre einfach, nachdem auch ich als SPD-Parteimitglied mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen verraten fühle, nachdem da ein Strohfeuer entfacht wurde, was für mich in die richtige Richtung ging, wie kommt die SPD da wieder raus? Wie kann ein Martin Schulz, der eigentlich als Lokomotive gesehen wurde, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen? Weil irgendwo all die sozialdemokratischen Themen, die er angesprochen hat, egal ob das sozial-, Familien- oder bildungspolitische Dinge waren, irgendwo ist da keine Rede mehr von. Ich bin selber einer, der unter prekären Beschäftigungsverhältnis lebt und verdiene 20% weniger bei gleicher Arbeit oder mehr Arbeit als vergleichbare Angestellte. Und irgendwie werden diese Themen nicht mehr angesprochen. Man kann doch nicht permanent sagen, ja, uns geht es ja eigentlich ganz gut und machen wir einfach weiter so. Frau Bücker, möchten Sie dazu was sagen? Ja, das hatten wir ja eben in den vorausgehenden Statements eigentlich schon angesprochen. Die SPD müsste jetzt wirklich meinetwegen 5 Kernthemen definieren
und die wirklich ausfüllen und eben diesen Kontrast aufzeigen zwischen uns geht es sehr gut, aber das sind die Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Zum Beispiel, dass es trotz Mindestlohn immer noch über 1 Million Menschen gibt, die aufstocken müssen. Dass Alleinerziehende genauso besteuert werden wie Singles und von den Familientransferleistungen überhaupt nicht profitieren. Dass bei Hartz IV tatsächlich Korrekturen notwendig sind. Darum drückt sich die SPD ja auch immer noch. Mhm. Herr Ebner in Bad Meinberg, Sie haben eine sehr interessante Frage. Bitte. Ja, ich vielleicht an Herrn Lucke. Man lässt, glaube ich, die Seele der Linken völlig außer Acht in dieser ganzen Diskussion. Sie diskutieren das sehr schön auf einem mittelstandsintellektuellen Niveau. Aber nichts fürchtet doch die Linke so sehr wie Führungspersönlichkeiten, die sich verselbstständigen. Genau andersrum als die Rechte. Und ich glaube, einer der Kopfschüsse für Martin Schulz waren schon die 100% auf dem Parteitag. Und wenn man sich das ansieht, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, da plakatiert man Gesichter völlig inhaltsleer. Und darauf wird die Linke weder in ihren bürgerlichen Anteilen noch in ihren unterprivilegierten Anteilen reagieren. Und die unterprivilegierten Anteile müssen, sehr richtig von Frau Bücker gesagt, mit 2 oder 3 oder maximal 5 Kernthemen bedient werden. Und da muss man sagen und auch durchhalten, was man zu tun gedenkt. Und dann muss man es auch glaubwürdig sagen und dann anschließend auch umsetzen. Das, was die Parteien in ihren Spitzen im Moment machen, auf diese charismatischen, scheinbar charismatischen Führer zu setzen, das hat in der Rechten immer wunderbar funktioniert und ist in der Linken immer wunderbar schiefgegangen. Danke, Herr Ebner. Ja, es ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und zwar aus einem Grund, den Sie ganz zentral angesprochen haben, der vielleicht noch eine Ebene tiefer liegt. Es gibt eine Skrupulosität der Linken generell im Umgang mit Macht. Und daran ist es auch noch mal wert, 2 Tage nach Helmut Kohl zu erinnern. Dieser Mann beispielsweise hatte nie Probleme damit, mit einem beeindruckenden, ich sage bewusst und gar nicht pejorativ gemeinten, beeindruckenden Willen zur Macht, die Dinge durchzusetzen, um die es ihm wirklich ging. Von der europäischen Einheit bis zur deutschen Einheit. Diese Grundfrage, diese Frage, letztlich vielleicht doch eigentlich lieber nicht regieren zu wollen, ist gerade innerhalb der Linken und gerade auch fatalerweise, ob der Erfahrung von Rot-Grün von 1998 bis 2005 wieder so aktualisiert worden, dass die Linkspartei beispielsweise ganz generell sagt, wir gehen in die Komponente der absoluten Kompromisslosigkeit, wir machen uns die Finger gar nicht erst schmutzig und sind immer auf der richtigen Seite. Und das, was Martin Schulz als letztes versprochen hat, einen Augenblick war das da, der Anspruch, wirklich Macht zu übernehmen, das war da und es hat die Leute angesprochen. Die Leute waren der Meinung, ja, dann macht endlich, das ist verpufft, weil er es nicht unterlegt hat. Gut, liebe Zuschauer, bitte kurze Fragen, dann kommen noch ganz viele dran, ja? Also nicht zu viele Statements. Und ich gehe jetzt zu Hans-Peter Molter nach Standenbühl. Herr Molter, Ihre Frage. Guten Tag an die Runde. Ja. Meine Frage ist dahingehend, wird von der Presse nicht zu wenig auf Inlandprobleme hingewiesen und Frau Merkel nur gezeigt, wenn sie per unterwegs ist als Vertreter der Industrie, um Aufträge zu erhaschen. Das ist meine Frage. Denn wir haben ein Problem in Deutschland. Ganz kurz noch. Frau Merkel hatte mal gesagt, sie möchte eine marktkonforme Demokratie. Das möchte ich gerne mal erklärt haben von der Runde, was eine marktkonforme Demokratie ist. Vielleicht sollte man mehr auf die Versagen der Frau Merkel mal hinweisen. Drohnen, NSA und so weiter. Verstanden. Davon hört man nichts. Danke. So, also sind die Medien daran schuld, dass Frau Merkel, die Medien sind immer schuld, aber haben wir dazu beigetragen, dass Frau Merkel zu wenig kritisiert wird, Herr Schwenicke? Also Frau Merkel kann sich, glaube ich, insgesamt in ihren bald 12 Jahren da über zu viel mediales Feuer nicht beklagen. Das ist schon eine Gabe von ihr, sage ich mal, positiv formuliert, auch Journalisten für sich einzunehmen. Gerhard Schröder, ihr Vorgänger in dieser etwas, sagen wir mal, raubauzigeren Art und diesem raubauzigeren Regierungsstil hat da viel mehr Kontra produziert. Ich sehe mich jetzt ungern in der Rolle, ein Wort zu kommentieren, das ich nicht selber geschöpft habe. Also die marktkonforme Demokratie gehört mit Sicherheit zu den unseligsten Begriffen, die Frau Merkel in ihrer Amtszeit gewählt hat. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Also es geht um demokratiekonforme Marktwirtschaft. So rum, glaube ich, ist der Begriff sinnvoll und richtig. Aber dass jetzt gar nicht auf die Probleme hingeschaut würde und Frau Merkel nur beim Papst oder sonst wo in Heiligenschein getaucht würde, das kann ich auch nicht sehen. Mhm.
So, liebe Zuschauer, mir fällt auf, dass sich nur Männer melden. Was ist mit den Frauen los? Also bitte, ruft doch mal an, ihr Frauen. So, Eckhard Ramthun aus Nürnberg, bitte. Hallo, Grüße aus Nürnberg. Ich glaube, dass die Wahl für die SPD mit einem Desaster enden wird. Und meine Frage an Herrn Schwennige, liegt es nicht so sehr an dem Herrn Schulz, sondern an dem miserablen Marketingmanagement der SPD? Stichwort, die Frau Zypris bekommt das Wirtschaftsministerium, der Herr Gabriel kriegt das Außenministerium. Schulz hat da gar keine Möglichkeit, sich zum Beispiel den 40% Unentschiedenen darzustellen. Die wissen, er wohnt in Würselen und hat einen Bürostuhl im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön. Danke, danke. Ja, wir sind ja vorhin schon kurz jedenfalls auf diesen Punkt eingegangen, dass man keinerlei Konzept sehen kann, dass jeder für sich selbst da so hinwerkelt, vor sich selbst hinwerkelt. Ich finde auch, dass man manchmal denken könnte, Sigmar Gabriel sei doch der Kanzlerkandidat, weil er sich sehr stark auch als Außenminister in Szene setzt. Übrigens ein großes Problem, dass sich Herr Schulz, Martin Schulz, auf keiner Position da groß in Szene setzen kann. Er ist nicht Kabinettsmitglied, er ist nicht im Bundestag, also er kann da auch gar nichts zurück, hat keine Position und damit auch kein Forum. Das ist tatsächlich so, dass es nicht der Kandidat alleine ist, sondern eine komplette Konzeptionslosigkeit, auf die wir, glaube ich, vorhin auch schon eingegangen sind. So, ganz kurz, Herr Becker aus Rhein-Brohl, bitte kurz Ihre Frage. Ja, ganz kurz, guten Tag. Die SPD leidet an ihren eigenen ungerechten politischen Handlungen der Vergangenheit. Dann gehen Leute zum Ortsbürgermeister SPD und sagen, also ich habe Hartz IV beantragt und bekomme nichts. Ich sollte erst meine Ersparnisse aufbrauchen. Setz du dich mal ein. Aber der Bürgermeister kann leider nichts machen und geht dann wieder zurück und sagt, leider sind die Gesetze so. Darunter leidet die SPD. Leute, die Jahrzehnte gearbeitet haben, bekommen nichts. Leute, die noch nie etwas für diese Gesellschaft gemacht haben, bekommen etwas. Das ist die Gerechtigkeitslücke. Danke. Danke, Herr Becker. Das war ein Statement. Deswegen wage ich noch eine Frage. Herr Niederhagen in Solingen. Kurze Frage, bitte. Ja, grüß Gott. Ich denke, bei den ganzen Diskussionen um das Alleinstellungsmerkmal der SPD freut mich, dass die Medien dabei so helfen. Aber das Konzept 2030, das sicherlich das Thema sein müsste für die Zukunft, fehlt fast bei allen Parteien. Wie geht man mit der Deinvestition im Mittelstand um in Anlagen und Humankapital? Wie geht man mit der Digitalisierung um, die damit verbundenen globalen Veränderungen? Was macht man mit den fehlenden Rückstellungen im buchhalterischen Sinne der Verpflichtungen der Zukunft? Danke. Das ist eine kurze Frage und braucht eine lange Antwort. Wer traut sich? Sie müssen Fragen der Zukunft. Mehr können wir, glaube ich, in 20 Sekunden gar nicht sagen. Also von daher werden wir noch viele Runden dazu machen müssen. Gut. Also etwas unbefriedigend, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben. Aber ganz sicherlich müssen wir über 2017 hinaus natürlich dann auch die Parteien herausfordern, mal vernünftige Antworten auf Deutschland 2030 zum Beispiel zu antworten. Unser Thema hieß überfällig oder überflüssig, linke Politik auf Kurssuche. Den Kurs können wir hier nicht zusammen gemeinsam erarbeiten, weil es tatsächlich viele Kurse offensichtlich gibt. Wir beobachten jetzt mal, was am nächsten Sonntag beim außerordentlichen Parteitag der SPD herauskommt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen sehr schönen Sonntag heute. Schauen Sie dann auch heute Abend, was bei den Wahlen in Frankreich rausgekommen ist. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.